So, dann gucken wir mal weiter. Da hinten ist ja schon Questmarker B. Wie weit ist denn das noch? Oh, ist nicht mehr weit. Also das hier ist wohl offensichtlich so eine Köhlerstadt. Ja, auch ganz chillig. Aber hier ist auch niemand mehr. Der ist da hinten stehen welche, aber es sind so pfeilermäßig. Also ich gucke mir die ganzen Sachen hier auf jeden Fall mal an. In der Hoffnung, dass es hier was zu mopsen gibt, aber ich habe noch mal ein Lager gefunden. Und das hier. Finde heraus, ob Wendel wirklich Silber klaut. Da bist du, dieser Wendel. Bergarbeiter. Reden. Reden wir mal mit dir. Was treibt ihr hier? Was treibt ihr hier? Bist du blind? Wir verstecken uns hier. Wovor? Hat dir einer ins Hirn geschissen? Vor ein paar Wochen haben diese Schlechter alles angezündet. Ab und an kommen hier immer noch welche durch und brüllen, dass dir das Blut in den Adern stockt. Wer? Wer wohl? Na, die Kumanen, du Hornochse. Die mordenden Hunde. Okay, und weshalb bist du hier? Weshalb bist du hier? Vielleicht, weil ich sonst nirgends hin kann. Ein paar unserer Nachbarn sind in Ratai. Und geht's denen gut da? Sie kommen zurecht. Wir hier auch, also warum sollten wir um Almosen betteln? Ja, auch wieder wahr. Was ist hier geschehen? Sind überfallen worden, hast du es nicht gehört? Aber das ist Wochen her. Ja und? Bis jetzt kam keiner zurück und wir können nicht alles allein richten. Okay. Ist auf jeden Fall ein Deal. Wer bist du? Die sind alle am Pennen. Wie viel Uhr haben wir denn? Leute, Alter, wir haben 14 Uhr. Steht mal auf, ihr Schlappschwänze. Wer bist du? Guten Tag. Ach, hallo. Was macht eine Frau unter all diesen Männern? Warum sollte ich nicht hier sein? Ich habe genauso viel Schiss wie die Kerle. Ihr alle könntet in Sasa oder Ratai Schutz suchen. Und was, wenn wir auf dem Weg dorthin einer Mörderbande in die Arme laufen? Was dann? Aber das... Ja, wenn du hier bleiben Außerdem willst. Kommen die anderen früher oder später zurück. Die Minen können nicht ewig stillstehen. Und bis dahin harren wir hier aus. Ja, warum nicht? Wo ist dein Gatte? Dein Gatte. Was willst du von ihm? Ich wollte ihn fragen, was hier los ist. Da hast du wohl Pech gehabt. Er ist nämlich in Skale zerschlagen worden. Oh. Pech. Mein Beileid. Danke. Er war ein guter Mann. Tja. Dann wirst du wohl mich fragen müssen. Offensichtlich ist das so. Was ist hier geschehen? Abgesehen davon, dass wir alles verloren haben, vor Angst bibbern und warten, dass die anderen zurückkommen? Ja. Nichts. Das war wenig. Sagst du das nicht gleich? Warum sollte ich? Du spazierst hier rein und stellst Fragen, als ob dir hier alles gehört. Und kommst nicht mal auf die Idee, dass du hier unerwünscht bist. Aber ich muss... Aber was? Ja, ich bin hier. Verzeihung, es war nicht so gemeint. Wer weiß. Wie auch immer, hier tut sich nichts. Und wenn irgendeiner was hört, rennen wir und verkriechen uns wie die Karnickel. Ansonsten hocken wir dumm rum. Naja, immerhin. Was machst du hier? Was interessiert dich das? Warum bist denn du so schnippisch, ey? Ja, nee, das sag ich nicht. Ich bin neugierig. Neugier ist der Katze tot. Ein guter Grund ist das nicht. Entschuldige, ich bin bloß wissbegierig. Also? Ach, du für eine blöde Kuh, das geht ey. Eigentlich nichts. Was belästigst du uns dann? Möge Gott über dich wachen. Blöde Sau, ey. Nimm mal ein paar zwischen die Zähne kloppen, ey, blöde Funz. Auch nichts drin mit sich von. Ja, die sind hier alle am Chillen. Cool. Ja, dann kann ich jetzt allerhöchstens auf den Wenzel hier warten. Ansonsten
Ich setze mich mal hin, ein paar Minuten und warte mal eine Stunde oder so und ansonsten müssen wir weitergehen. Hilft alles nichts, ne? Warten wir mal bis 16 Uhr, mal gucken, ob da irgendwas passiert. Gucken, ob der Wenzel bis dahin mal sich erdreistet aufzustehen, ne? Naja, wahrscheinlich. Ja, lass mich mal aufstehen. Ihr scheint ja relativ... immer noch am Pad? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Steh mal auf, du Vogel, ey. Ja, mach ich jetzt was anderes. Was ist denn hier noch? Was ist das? Finde den Stollen. Versuche den Zustand der Wasseranlage. Oh, scheiße, ist das doch. Ja gut, komm, dann gehen wir erst den Stollen untersuchen. Hilft dir alles nichts. Der ist ja offensichtlich... Ja, ich will auch nicht mit dir reden. Hau ab. Was ist denn das für ein mürrischer Haufen, ey? Schlöcher, ehrlich. Gott. Irgendwie fängt hier spannende Musik an. Irgendwas. Hm. Ja, dann gucken wir doch mal in den Stollen. Schauen. Hier, das muss er ja schon sein. Oder? Ist er das? Ne, der ist das noch nicht. Trotzdem mal einmal Auge machen. Scheiße. Hier ist aber offenbar nix. Ja, soll mir auch recht sein, wenn hier nix ist. Ich muss aufpassen, dass das hier nicht einstürzt, Mäus. Was müssen wir hier nicht runterfallen? Okay. Bei der Wasseranlage müssten wir eigentlich schon mal gewesen sein. Ich erinnere mich daran. Halt. Was willst du? Ich sehe mich nur um. Ich sehe mich nur um. Du solltest deine Nase da raushalten. Das ist eine Silbermine und da darf keiner rein. Du bist doch auch da. Ich passe auf, dass keiner reingeht. Man kann hier leicht verschüttet werden. Mach dir keinen Kopf. Ich bin kein Dieb und ich kann gut auf mich Acht geben. Aber... Na gut, dann ab mit dir. Aber ich hab dich gewarnt. Okay. Darf also schon mal rein. Das ist von Vorteil. Ist das denn überhaupt noch das, was ich machen muss? Warte mal, what? Versuche den Zustand des Stollens. Okay. Naja, ich gehe mal rein, mal gucken, was passiert. Ach du Scheiße. Der ist ganz schön tief, dieser Stollen. Heiliger Strohsack. Wenn das Backtracking gibt, bin ich tierisch angepisst. Oh, Höhlenpilze. Leiter benutzen? Ich benutze mal die Leiter, mal gucken, was passiert. Mal durchlatschen. Hoffentlich frontet mich hier unten jetzt keiner. Hier unten kämpfen wäre die reinste Katastrophe. Aber es sieht nicht so aus, als wären hier irgendwie böse Menschen unterwegs in dieser Mine. Sonst wäre ich doch mit Sicherheit schon auf einen gestoßen.
was ist denn jetzt los? Bist du wahnsinnig? Hör auf, mich zu schubsen! Du bringst uns doch alle um! Hör auf damit! Deine Gier hat dir das Hirn vernebelt! Nein, tu das nicht! Yo, Jesus. Okay. Hey, kannst du mich hören? Hörst du mich? Bist du noch ganz? Komm schon, sag was. Hey, hey du da, was hast du getan? Ich? Gar nichts. Einer von euch muss ihn in den Stollen gestoßen haben. Wenn du nicht hier rumschnüffeln würdest, wäre nichts von dem passiert. Ich habe nichts damit zu tun. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Was es auch ist, ihr habt euch für einen Mord zu verantworten. Nur wenn er davon erfährt. Seid doch vernünftig. Dazu, seid doch nicht dumm. Wollt ihr wirklich noch einen Mord auf dem Gewissen haben? Es könnte ein Unfall gewesen sein. Aber du weißt, dass es keiner war. Hm? Vielleicht warst du es ja, der ihn gestoßen hat und wir haben dich aufhalten müssen. Das ist doch lächerlich. Wenn ihr von hier verschwindet, verspreche ich euch, dass niemand Fragen stellen wird. Hey, wo geht ihr hin? Ihr lasst uns doch nicht im Stich, oder? Wir haben doch so schöne Zeiten gehabt. Habt ihr vergessen, wie wir uns umeinander gekümmert haben? Hey! Warte, das heißt, der will kämpfen, oder was? Ich muss sagen, ich sehe schon wieder nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Hallo, Heinrich, kannst du bitte mal die Fackel benutzen? Wo ist denn hier einer? Heinrich, danke schön. Herr im Himmel, ey. Wo bin ich denn hier? Du willst mich fighten, oder was? Heinrich, mach doch mal Licht an! Heinrich. Jetzt bin ich wieder hier. Ich will den plündern. Ja, du 10 Groschen dabei. Die lasse ich mir doch nicht nehmen. Oh, Bro. Aua, okay, ich sollte gehen. So viel Wasser war hier aber eben nicht. Wer weiß, wo ich jetzt hinkletter hier, ey. Okay. Actually habe ich keinen Plan, wo ich hin muss. Ich habe mich todesverlaufen in dieser Mine. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht, ne? Ich habe mich hier wirklich unnormal verlaufen. Okay. Müssen wir mal zurückgehen. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ich bin hier. Ich muss irgendwie wieder dahin. Ich komme aus der Mine. Okay. Suchen wir mal mein Glück. Gehen wir mal hier hin.
Hier komme ich auch nicht weiter. Hä? Wie bin ich denn hier reingekommen? Verdammt nochmal. Was ist denn das für eine Verarsche? Ich könnte jetzt mal diese Leiter benutzen. Ja, ich muss da irgendwie hier reingekommen sein, verdammt. Da können wir jetzt hier nochmal gucken. Aber ich glaube auch nicht, dass ich von hier gekommen bin. Lol, Digga. Ja, das sieht besser aus. Das scheint wie ein Minenschacht zu sein. Der aussieht, als würde er mich nach draußen bringen. Der zeigt zumindest, also zumindest laufe ich in die richtige Richtung. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Okay, den haben wir relativ zügig. Den haben wir relativ zügig snacken können. Das lassen die sich nicht liegen. Du hast noch 0,8 Groschen dabei. Schmeckt. Aber wir sind offenbar auf dem richtigen Weg. Wir kommen hier Gegner entgegen. Ich glaube, ich muss hier hin, ne? Das ist mal mein Glück hier lang. Ja, hier ist offenbar falsch. Muss ich wohl doch da lang. Leute, ich finde den Ausweg nicht mehr. Du Scheiße, hier geht's auch nicht weiter. Hä? Hier vielleicht? Gucken wir mal, ob wir hier weiter, ob wir hier zurückkommen. Was ist hier los? Hey. Du haust offenbar vor mir ab. Sehe ich so furchteinflößend aus, dass du vor mir wegläufst. Und gucken, wo laufe ich denn eigentlich gerade hin? Aber ich laufe zumindest zum richtigen. In die richtige Richtung. Ich lasse mein Schwert mal gezogen. Guck mal, hier ist Licht. Sind wir jetzt hier richtig? Ich glaube, ich hätte eher da lang gemusst. Und mich fragt, sieht das hier richtiger aus? Wo laufe ich jetzt hin? Ja, ich laufe in die richtige Richtung. Oh, guck mal, da hinten sehe ich Licht. Sehr gut. Ah, wartet da draußen jetzt ein Überfallkommando auf mich? Oh, wir sind draußen. Sehr gut. Okay, das heißt, wir können jetzt Bericht erstatten. Dann wollen wir mal nach Sasau reisen. Oh nee, ne. Ach nein, bitte nicht. Na, mal gucken. Und wo denn? Ach, da. Hey, warte mal, entspannt euch mal. Hilfe, 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 Hilfe. Moment. Warum, man darf doch mit euch immer vorher, aua, immer noch einmal reden. Hallo, geht mal bitte weg von mir. Ah. Bitte nicht. Hi, sag mal, der ist schnell. Oh, aua, 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 aua. Schnell, schnell, schnell. Gib Gummipferd. Wir müssen flüchten. Abmarsch. Ja.
Ah, weg damit. Weg, 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 weg. Ah, we made it. Ah, where we made it. Okay. Verkrümel mich jetzt mal kurz aus dem Kampfradius. Wenn mein Pferd es denn zulässt. Pferd, dankeschön. Werde ich noch gejagt? Ja, ich würde mich gerne mal einmal umgucken. Nein, ich werde nicht mehr gejagt. Okay, top. Ich habe jetzt hier irgendwie ein Lager gefunden, aber da wollte ich irgendwie gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Oh nee, nicht schon wieder. Och Mann, ich will nicht immer in irgendwelche... Oh, leck mich doch mal am Arsch, ey. Ja, geh mir nicht auf den Sack, ey. Hau ab. Pferd, lauf bitte. Ich will nicht schon wieder in die Kuman-Scheiße hier rein, ey. Hier in ihrem Zylinder. Ich will jetzt nach fucking Rattai reisen und da endlich meine scheiß Quest abgeben. So schwer kann das doch nicht sein, ey. Meine Herren. Aber warte mal, wir können erstmal dahin reisen. Ich habe nicht noch voll viel Stuff auch mit, was ich ihm geben kann. Och Mann! Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ich will doch bitte nur dahin. Was eine Scheiße, ey. Jetzt können wir nämlich hier theoretisch dann schlafen gehen. Erstmal was essen. Nom 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 nom. Erstmal eine Runde schlafen gehen hier. Bis 7. So. Dann können wir aufstehen. Es regnet schon wieder draußen, ne? Ich höre das doch schon wieder. Wo ist denn der Müller? Müller, bist du schon unterwegs? Ja, er steht da hinten, ne? Der Töfte. Alt. Ich habe ein bisschen Stuff für dich dabei. Das. Der nicht, ne? Den kann ich. Oh, den kann ich tragen inzwischen. Das ist sehr gut. Und das einmal alles einpacken hier. Das kann ich dir nämlich alles verkaufen. Hey, komm mal ran hier. Ich habe gutes Zeug wieder für dich. Gutes Zeug. Original Versace. Sehen, Original Louis Vuitton. So, das ist einmal für dich. Das ist einmal für dich. Das ist einmal für dich. Das ist alles für dich hier. Oh, das gibt wieder dicke Batzen, ey. Wir könnten mal nochmal beim Rüstungsschmied vorbeischauen. Der nochmal irgendwie was Spannendes für mich hat. Oh, behalte ich erstmal alles. Dann habe ich für dich noch, das habe ich gelesen, ne? Ja, das kannst du haben, das kannst du haben. Hier Schleder kannst du haben, brauche ich nicht. Habt jetzt den Unterschied zwischen, ja, hier kommen wir, die beiden sind fast kaputt, dann nimm du dit. Okay. Damit haben wir 12.000. Wir gehen jetzt mal nach Rattai, dann nehme ich. Was hat denn da? Neue DLC-Quest. Ach du Scheiße, wie viele DLC-Quests haben wir denn hier bitte? Die machen wir aber zum Schluss, Freunde. Also wir machen die DLC-Quest ganz zum Ende. Damit wir hier nicht irgendwie durcheinander geraten und irgendwelche Sachen machen.
dann gehen wir erstmal zum Waffenschmied. Erstmal gucken, ob der nochmal was hat, was besser ist als das, was ich habe. Erstmal gucken. Ja, ich würde gern Han, erstmal Reparatur. Oh, du kannst mir auch so ziemlich alles. Ich will alles auswählen. Ja. Oh, guck mal, du kannst mir eine Menge reparieren. Das ist sehr gut. Dann würde ich gerne einmal... lass uns handeln. Also, was hast du denn da? Schlechter, ja gut, das ist alles... Eigentlich nur nach an Schwertern interessiert. Wir gehen mal nach ganz nach oben. Ja, den habe ich ja. Ansonsten hätte ich nur noch das, aber das ist alles Zeug, was tatsächlich schlechter ist als meins. Gut, das ist nur schlechter als meins, weil ich es nicht tragen kann. Den kann ich halt nicht tragen, aber der ist ansonsten... Ah, ich weiß nicht. Ich habe gute Sachen im Moment, muss ich ja zugeben. Also meine Sachen sind sehr, sehr toll. Ich suche jetzt auch nochmal den Rüstungsschmied auf, ob der irgendwas für mich tun kann. Sehr schwer, ist der noch nicht aktiv? Der scheint offenbar noch nicht aktiv zu sein. Gut, dann können wir jetzt erstmal hier dem Tobias Feier da berichten, was in der Mine los ist. Dass die sich da gegenseitig, dass der Wenzel nicht derjenige ist, der das Silber da klaut. So, dann... Der war ganz... Der war der hier, ne? War der hier? Ja, der war... Ne, der war ein drüber. Der war ein weiter oben. Bin sehr gespannt, wer als nächstes... Also, ich hoffe, dass wir nochmal irgendwann in eine Stadt kommen, wo die tatsächlich nochmal bessere Rüstungen für mich haben. Ist das auch nicht? Ist hier nicht? Lol, der war doch ein weiter unten. Nur der war, das war noch zu. Lol, habe ich mich verarschen lassen hier? Der ist doch hier drin. Ah, da ist er doch. Hallo. Gott segne dich. Was betrübt dich? Hallo, Tobias. Ich bin wegen der Mine hier. Sehr gut. Was hast du herausgefunden? Ich konnte nicht überall nachsehen, aber ich habe etwas in Erfahrung gebracht. Was denn? Wendel und seine Leute haben Silber gestohlen. Diese Maden. Ich wusste es. Hast du ihn hergebracht? Leider nicht. Er hatte Angst, auf dem Scheiterhaufen zu landen und versuchte, mich zu töten. Was? Das ist überhaupt nicht gelungen ist. Aber nun werde ich gar nichts erfahren. Tja, das ist wohl Pech, nicht wahr? Das ist doch genau gar nicht das, was passiert ist. Bis später. Das ist doch gar nicht das, was passiert ist. Das war überhaupt nicht das, was passiert ist. Ach, das haben wir auch noch, ne? Schaf im Wolfspelz, trifft dich mit dem schwarzen Lukesh. Das Rennen. Ich mache jetzt erstmal hier den Vikar loswerden. Das ist überhaupt nicht das, was hier passiert ist. Okay, ne. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. Aber gut, immerhin. Spieler, haben wir mal noch ein paar neue Fertigkeitspunkte? Ich habe echt nochmal irgendwo... Oh, in Verteidigung habe ich nochmal einen Fertigkeitspunkt. Waffenbrecher, was ist das denn? Das ist natürlich auch sehr cool. Aber das ist auch cool, dass meine Rüstung wesentlich Furcht errichtet. Das müssen wir auch unbedingt skillen. Also Level 12 ist auch ganz wichtig, aber ich glaube, ich möchte erstmal das hier lernen. Und den Waffenbrecher brauchen wir auch, weil ich arbeite doch einigermaßen viel mit der Umklammerung. Was ist denn der scheiß Vika? Der ist in U-Schütze, ne? Das ist natürlich wieder komplett am anderen Ende der Welt, ey. Na gut, dann ab nach U-Schütze. Moment, warte mal, wollen wir nicht einmal nochmal nach Meerhoyet und mal nachfragen, was da jetzt los ist? Und dann könnten wir die Quest vielleicht auch abschließen, das wäre doch hilfreich. Lass uns erstmal nach Meerhoyet reisen. Dann reisen wir jetzt erstmal schön nach Meerhoyet.
Gut. Ich kann mal einmal mit dir reden. Wie geht's euch? Wie sieht es aus, Melicher? Schön, dich zu sehen, Heinrich. Ich möchte dir abermals danken. Alle sind geheilt. Das ist ein Wunder. Oh, das freut mich. Ihr habt schon genug gelitten. Wir alle haben das. Wohl wahr. Weißt du, die Leute hier sind dir wirklich dankbar. Am liebsten würden sie dich und Nikodemus heilig sprechen. Sie haben mir Geschenke für dich gebracht. Zuerst war ich davon nicht angetan. Schließlich ist uns kaum etwas geblieben, als das Vieh verendet ist. Aber... Ah, ich muss sagen, alles gut. Ihr braucht die Sachen echt besser Nein, als ich. Das kann ich nicht annehmen. Gib das zurück und richte ihnen meinen Dank aus. Du bist zu gütig. Es freut mich, dass du das verstehst. Die Zeiten sind... Ja, ich kann das voll verstehen. Ich bin nur froh, dass alles gut ausging. Ich auch. Ich auch. Möge Gott über dich wachen. Guck mal, da haben wir das auch. Oh, das Spiel wurde mal wieder gespeichert. Das ist mal was ganz Neues. Okay. Dann geht's jetzt weiter nach Uschitze. Wir versuchen jetzt mal den Vikar loszuwerden. Mann, jetzt ist da schon wieder ein Hindernis im Weg. Ich werde doch jetzt wieder überfallen. Muss das denn jedes Mal sein? Komm, ich guck mal, wer mich überfällt. Das Spiel ist ja gespeichert. Na, was bist du für einer? Ihr seid Kuman, ne? Blöd seid ihr ja nett. Geh mal schön außen rum. Ihr könnt mich mal. Ihr Arschlöcher. So. Ab wieder nach Uschitze. Gut, dann wollen wir mal mit dem reden. Wer ist denn das? Du das hier? Hallo, Mr. Vicar. Gott sei mit dir, Monsignore. Mein Name ist Heinrich. Herr Hanusch von Leiper schickt mich. Herr Hanusch, Und weshalb schickt er dich? Ich soll dir bei deiner Suche helfen. Ah, ich verstehe. Wie aufmerksam von ihm. Nun, du kommst gerade recht. Ich brauche jemanden, Ach, du der sich Limine. Unbemerkt unter die Leute mischt. Bestimmt hat dir Herr Hanusch gesagt, warum ich hier bin. Er sagte, du suchst nach Ketzern? Das ist richtig. Ich mache die Geschwüre ausfindig, welche die heilige Mutterkirche plagen. Valdenser, ein gefährliches Ketzerpack. Okay, wie kann ich helfen? Wie kann ich dir also helfen? Du willst gleich zum Punkt kommen, das gefällt mir. Ich weiß, wie man zum Versammlungsort der Ketzer gelangt. Und warum gehst du nicht dorthin, Herr? Ich weiß es nur theoretisch. Die Sache ist die, wir haben einen Ketzer in Kuttenberg ergriffen und er hat uns von den Ketzern in Uschitze berichtet. Unglücklicherweise war er schon wirr, als er dazu kam, ihren Treffpunkt zu beschreiben. Verstehe. Also, weißt du jetzt, wo sie sich treffen oder nicht? Unter Umständen. Seine Geschichte war milde gesagt konfus. Ich habe hier irgendwo einen Vermerk. Kannst du lesen, Junge? Ja, ich kann lesen. Natürlich, Pater. Sonst hätte mich Herr Hanusch nicht geschickt. Gut, dass wenigstens die Diener der Adligen eine Ausbildung erhalten. Ihre eigenen Nachkommen können nicht einmal den eigenen Namen schreiben. Hier ist die Mitschrift der Befragung. So wie ich das sehe, beginnt die Wegbeschreibung bei der örtlichen Schenke. Komm zu mir, sobald du etwas herausgefunden hast. Ich tue mein Bestes, Pater. Okay. Ich komme nicht aus Uschitze und weiß nicht, ob die Ortsansässigen mich respektieren würden. Das ist gut. Einen dieser einheimischen Tu-nicht-Gute könnte ich sowieso nicht gebrauchen. Denen kann ich nicht trauen. Und was hat der eigentlich für eine Friese, ey? Aber einem gewöhnlichen, sympathischen Jungen wie dir schon. Du hast viel bessere Chancen, ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Du schmeichelst mir, Monsignore. Also gut. Okay, hast du irgendwelche Verdächtigen? Jeder ist verdächtig. Dessen kannst du dir sicher sein. Aber ich werde mehr wissen, wenn ich mit den Verhören fertig bin. Okay. Weshalb glaubst du, dass hier Ketzer sind? Wir haben einen in Kuttenberg festgesetzt. Er hat gestanden, dass er sich mehrmals mit anderen Ketzern in Uschitze getroffen hat. Das war alles, was er gesagt hat? Gegen Ende hat ihn seine Kraft verlassen. Und er konnte keine Liste mehr zusammenstellen. Okay.
Verstehe. Freut mich, das zu hören. Wer sind diese Waldenser? Ich habe noch nie von ihnen gehört. Wirklich? Entweder hast du in der Kirche nicht aufgepasst, oder der Pfarrer in Ratai ist zu faul, der Kirchengemeinde das Sendschreiben des Bischofs vorzulesen. Beides wäre gleichermaßen beunruhigend, aber ich werde mal nicht so sein und Letzteres annehmen. Nun zurück zu deiner Frage. Es ist eine ketzerische Sekte. So viel habe ich mitbekommen. Aber wie äußert sich diese Ketzerei? Hör mal, Bürschchen. Ich habe keine Zeit für theologische Dispute. All das muss dich nicht kümmern. Für dich ist nur wichtig, dass es sich ganz sicher um Ketzer ganz handelt. Sicher? Jawohl, auf jeden Fall. Und 100%. Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit dir, mein Sohn. Okay. Dann werden wir uns darum mal in der nächsten Folge kümmern, wenn es wieder heißt Let's Play Kingdom Come Deliverance. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.